Ich bin mir zu 100% sicher, dass Auto für der Job Ready Player of MVP wird, denn der Mann ist einfach aktuell in der Form seines Lebens. Für das Q nicht die allerbeste Aktion. Phil mit einem wunderschönen Flashkick. Gecko wird er hier drauf gehen. Was Autophil diese Saison so stark macht, ist einfach seine Erfahrung. Und da war der Knockup und Autophil hier mit dem Kick, mit dem schönen Kick auf der One. Wenn man sich die alten Playoff-Series von Bremen anschaut, dann hast du immer einen Spieler, der einfach overperformt. Und in den meisten ist es Autophil, weil wenn Druck da ist, dann ist der Mann zur Stelle. Oh, oh, ah! What? Wie ist das überhaupt möglich? Also Relative ist meiner Meinung nach ein Anwärter für den MVP, weil er das Team um Aachen schwer sehr weit nach vorne gebracht hat, auf jeden Fall um einiges improved hat. Er hat sich im Viertelfinale sehr, sehr gut schlagen können. Meinetwegen könnte man ihn auch den Micro Jackson der Uniliga nennen. Er holt sich einmal den Executor-Moment aus! Wie schön ist das denn, Relative? Mit der Double und sie mit dem Double Kill! Man hat auch schon gesehen, dass er sehr viel Tempo ins Spiel reinbringt. Man merkt, dass er auf jeden Fall eine starke Win-Condition ist. Ja, man geht hier erstmal auf das G hinterher, aber oh, das ist die Combo-Bombo! Last Breath und Relative ist wunderschön! Sollte Aachen diesmal nicht im Halbfinale scheitern, sondern ins Finale kommen, dann denke ich, ist er einer der ganz heißen Kandidaten für den Job Valley MVP. Oh mein Gott, Relative, er ist mit dem Scatter. Unleashed Power da auch nochmal ins Gesicht und man kriegt hier zwei Members. I like Shrek, der AD Carry. Also diese Season ist generell die Teams alle sehr nah beieinander und wenn wir auf die individuellen Spieler uns das anschauen, ist es noch knapper. Also wir haben Elo Peaks, After Elo Peaks. Der Name, der sofort aufploppt, ist natürlich einmal Gentleman Hero diese Season von Curtis C. White. Pentakill für Gentleman Hero auf dem Vladimir. Karlsruhe hat relativ schwach angefangen mit dem ersten Spieltag, wo viele schon gesagt haben, oh, Karlsruhe, sind sie wirklich so stark, vielleicht wird der König wieder gestürzt. Aber Gentleman Hero hat ganz konstant über die Season gezeigt, nein, Freunde, nicht mit mir. Oh, der ist First Blood für ihn hier. Gentleman Hero hat einfach gezeigt, was für eine Vielfalt er hat. Viele Champions erspielen kann und vor allem wie gut er auf diesen Champions ist. Würde Gott, dann dreht er um! Ich sag's doch, er dreht um! Tyrone ist aber da zur Verstärkung. 3 gegen 2 ist es und er lebt immer noch. Kriegt ihr noch nie raus? Ich glaub nicht, die Fight Center kommt für ein Gentleman Hero! Auf jedem Top-Laner gefühlt kann er einfach carryen und deswegen ist Gentleman Hero meine Nummer 1.